Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge Empyreon und wie ihr seht, habe ich schon mal offscreen das Magnesium, das Kobalterz besorgt. Ja, das wären alleine zwei Folgen gewesen, 20 Minuten und nee, habe ich mir gedacht, das kürzt du ab und machst das offscreen. Ja, nun haben wir das Problem, wir brauchen das Letzte auf der Einkaufsliste und auf der Farmliste besser gesagt, und zwar das gute Salz im Erz. Und das gibt's hier nicht. Wie man sieht, da habe ich schon mal geguckt. Das gibt's hier hinten nicht. Das gibt's auf unserem Heimatplaneten nicht, sondern hier hinten. So. Sprich, wir müssen jetzt zurück zum Planeten. Wir nehmen dann das große Raumschiff. Das ganz große, fette, große. Also das absolut fette Schiff. Und dann, ja, dann werden wir mal gleich mal einen Ausflug starten dahin. Weil eine andere Möglichkeit sehe ich dann hier und auf den ganz Großen haben wir ja alles, was wir brauchen zum Überleben. Wird jetzt eine Flugreise erstmal. Zum Glück ist das relativ fix, das Pläne. Und wie gesagt, das haben wir mitgekriegt, dass wir das mit den Bodenkleidern nicht farmen können. Ich hoffe, wir haben dann Glück und wir finden einen kleinen Spot, wenn wir dort ankommen. Aber erstmal müssen wir das große Schiff holen. Sonst geht das nicht, weil mit dem Plane kann man nicht hinspringen. Da sind genau zwei Einheiten zu viel, bis 16, oder mal, was macht das? Ja, 16 Einheiten macht's. Also hier müssten wir oft tanken, das würde gehen, aber hier hinter kommen wir nicht entlehnen. Also müssen wir das Große holen. Dann ist das kein Problem. Und das bin ich mir nämlich auch nicht sicher darüber, wenn ich die Quest jetzt mich auslogge und dann den Server neu starte, weil ich ein Backup mache, kann es passieren, dass es die Quest zurücksetzt. Fangen wir von vorne an. Das ist in der Sache.
wunderschöne Deck aufbaue. Wenn der Erde hätte. Ja, es ist wieder Konzentration gefragt. Sieht, setzt auch die Quest automatisch zurück, die wir gemacht hatten. So, da sind wir wieder. Jetzt kann man das gleich mit auspacken. Die schließen wir schon mal die Hangartore. Machen wir uns startbereit. Aber ich wollte nur mal kurz ins Levelmenü. Mit denen wir sparen können. So, was war das? Mal schnell durchgelevelt. Muss auch mal kurz sein. So, das kann man hier reinbauen. Knesen hat er noch. Packe ich jetzt hier rein, so. Ja. Kann nur eine Quest laufen haben, deswegen tue ich jetzt erstmal keine Energiezellen bauen. Was ist denn überhaupt mit unserem Sprungmaterial aus? Das sieht gut aus. Die packe ich mal rein, dann nehme ich mal die großen. So, da wollen wir mal. Normalerweise packe ich das immer hier rein. So. Und ab geht's.
Wollen wir mal. So, einmal hier hinspringen. Ziel erfassen. Wo ist meine? Da oben. So, Sprung Nummer 2, nicht großartig aufhalten. Oh. Das Weltraum, Planeteninfo. Ja, ist ein bisschen heiß und kalt dort. Schwierigkeit 4, Planetengröße 3, Schwerkraft da. Kein Sauerstoff, nur okay. Sind wir ja schon gewöhnt vom Mond. Also relativ unfreundlich der Planet. Schauen wir mal. Das sieht ja wirklich nur freundlich aus. Sollte vorher mal erstmal mit dem Shuttle gucken geht. Oder muss es drauf ankommen lassen. Obwohl dort unten sieht es relativ gut aus zum Landen. Versuchen wir, wenn das ist See ist dort. Versuche ich mal bei den See zu landen, wenn es dort Wasser gibt. Könnte man gleich parallel wieder ein bisschen Wasser ziehen. Bin ich mal gespannt. Normalerweise erkunde ich immer erst. Ja, sieht ja jetzt schon giftig aus. Ich sehe nix. Säureregen, na toll. Ich muss ihn erstmal laden lassen, nützt nicht. Siliziumlager. Zumindest ist es eine neutrale Zone, das klebt eine Drohne zum Hintern. Salzimmer wird's runter, 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 das passt. So, Drohne. Würden unsere Primärwaffen und überhaupt Waffen, wenn sie schießen auf das Ding da? Okay, wir schießen. Schaden, leichten Schaden genommen. Wir stehen leicht schräg.
angekommen, schon Action. Machen wir mal die Türen auf. So, Jäger lasse stehen. Ich gehe trotzdem mit dem Kleider raus, da haben wir dann nämlich als Verteidigungslinie. Halt, ich habe was vergessen. Allerdings der starke Säureregen gerade förderlich für unsere Gesundheit. Aha. Solange wir im Schiff sind, sind wir sicher. Sicher im Schiff. Mist gebaut. Gucken wir mal, wo wir gelandet sind. Man sieht auch nichts. Anbühlen. Oh Gott. Hier sind keine freundlichen Viecher. Mal was das Hobby ist. Ach, bestimmt gleich auch wenn wir aussteigen. Gesprochen. Oh Gott. Ein Ugl. Ist das? Das ist warum. Ist ja radioaktiv. Radioaktiv. Also, das ist ja alles der Säurereck und radioaktiver Nebel. Scheiße. Entschuldige die Ausdrucksweise, aber anders kannst du es nicht beschreiben. Ich versuche jetzt hier Loch einzugrillen. Dass wir versuchen hier ein bisschen Deckung zu kriegen. Ich mal hochbohren quasi. Ich hoffe ja, dass das uns was bringt. Irgendwie ist es. Ich will das jetzt dran. Ich habe mich verguckt, das ist Silizium. Ne, das brauche ich natürlich nicht. Das ist da hinten. Und fängt das alles mit S an. Soll ich mir so viel?
kann ich mich dort hinten reinwählen. Ist vielleicht besser. Hat Sinne einfach. Na, es regnet rein. Du musst jetzt manuell was nehmen und dann Rest suche ich dann mit dem Bodenkleider raus, ja. Haben wir wirklich doch gar nicht da, aber es ist nicht mehr da. Quest erfüllt. Versuche ich mal so hinzukriegen.
ist. So, jetzt muss ich irgendwie wieder rauskommen hier aus dem Loch. Aber es ist noch nicht alles, was man. Es ist noch mehr, ne? Irgendwie stehen wir schräg. Ne, das scheint wirklich alles zu sein. Ne, wusste ich doch. So, jetzt müssen wir bloß irgendwie drauf rauskommen. Aus der Geschichte hier. Mehr davon? Das ist ein Schiff. Das siehst du aber auch nicht. Das ist das Problem. Zum Teufel ist der Ausgang. Das war. Nee. Oh, wenn ich mich in die falsche Richtung beutle. Was passiert, wenn ich mal aussteige und gucke, wo wir hin müssen? Jetzt habe ich zumindest wieder eine Ansicht, mit der ich arbeiten kann.
Willen, das siehst du nicht. Dort geht's raus. Erstmal sieht's ja raus. Oh ja, 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 es ist schwierig. So, was ist denn das? Das gucke ich mal noch an, was das für Steinchen ist hier. Schade, okay. Das ist das Heck von unserem Schiff. Das ist mir jetzt zu ungemütlich. Ich hoffe ja mal, dass der Nebel auch aufhört mal. Mal gucken. Okay, ne, ist der beschädigt. So, ja. Haben wir es geschafft mit der Queste. Das jetzt ja. Ach, ich glaube, das habe ich geschenkt gekriegt, ne? Ja, ich glaube, hier Wasser ziehen ist so eine Sache, weil ich sage, ich kenne Atmosphäre. Ich mache das mal hier rein. Aber auf dem Planeten werden wir noch eine Weile zugange sein, denke ich mal. Weil das lohnt sich auf jeden Fall, hier mal einen Blick drauf zu werfen, wenn wir schon mal hier hinten sind. Und ja, im Schiff haben wir ja alles, was wir brauchen. Aber wir sollten mal wieder Zeug herstellen. Bei der Gelegenheit. So, müsste ausreichend sein. Wir brauchen wieder mal ein paar hatte ich nur noch so Zeug einstecken? Ne, habe ich mir die Dinger mit den Gedanken, keine Ahnung. Ja, liebe Leute, das soll es aber erstmal gewesen sein mit der Folge. Ja, schauen wir mal, was es in der nächsten Folge gibt. Ich denke mal, eine Erkundungstour auf dem Planeten wäre ganz nett. Weil ich hoffe mal, dass auch hier das Wetter dann besser wird. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.